Die Schutzfolgeschaltung enthält zwei Schütze A und B, deren Kontakte A3 und B2 die Drehstrommotoren M1 und M2 ansteuern. Wird Taste S1 gedrückt, fließt der Strom vom Außenleiter L1 über die Sicherung, den Austaster, den Taster S1 durch die Schutzwicklung zum Neutralleiter. Das Schütz A zieht an, wodurch die Schutzkontakte A1 und A2 geschlossen werden und die drei Schutzkontakte von A3 den Motor M1 mit den Außenleitern verbinden und einschalten. Wird der Taster S1 losgelassen, hält sich der Schutz A über den eigenen Schutzkontakt A2 an Spannung, der Motor M1 läuft weiter. Wird nun Taster S2 gedrückt, fließt der Strom von L1 über die Sicherung, den Austaster, den Taster S2 und den Schutzkontakt A1 durch die Schutzwicklung B zum Neutralleiter. Das Schutz B zieht auch an und verbindet mit den drei Schutzkontakten von B2 den zweiten Drehstrommotor mit den Außenleitern, sodass auch der Motor M2 läuft. Daran ändert sich nichts, wenn S2 wieder losgelassen wird, weil jetzt der Schutz B sich über den eigenen Schutzkontakt B1 an Spannung hält. Wird der Austaster gedrückt, fallen die Schütze ab, wodurch beide Motoren abgeschaltet werden. Drückt man nun den Taster S2, lässt sich der Motor M2 wegen des geöffneten Schutzkontaktes A1 nicht einschalten. Der Motor M2 lässt sich nur einschalten, wenn zuvor der Schutz A aktiviert wurde und der Motor M1 bereits läuft. Für bestimmte Produktionsabläufe ist es erforderlich, eine bestimmte Einschaltfolge der Drehstrommotoren einzuhalten. Danke fürs Zuschauen.